Hallo liebe Freunde auf YouTube, heute aus aktuellem Europawahlanlass ein kleines Satire-Kanal-Special, die besten Wahlwerbespots, was sie uns sagen, warum wir sie brauchen und was das alles mit der Türkei zu tun hat. Jetzt hier. Also ich finde, das können wir so nicht stehen lassen. Also wir sind ja auch eine serviceorientierte Sendung und ein bisschen Service zur Europawahl wollen wir schon auch anbieten, ernst gemeinten Service. Wir können einfach mal ein bisschen uns die Wahlspots der verschiedenen Parteien angucken, um dann auch mal ein klares Bild davon zu kriegen, wie verschieden, wie unterscheidbar diese ganzen Parteien sind. Ein paar Wahlspots haben wir da, wir können uns den ersten mal angucken. Und du sagst mir jetzt einfach gleich mal, was das für eine Partei ist. Ich muss raten. Ja, okay. Komm, Film ab. Komm. Gut. Für alle, die Nationalismus verurteilen SPD. Und die unsere Grüne. Werte verteidigen. Linke, nee. Für Deutschlands FDP, Zukunft. Da sind Autos, schafft FDP. Unser Europa Wohlstand. Stopp, ich weiß, ich lege mich fest, es ist die SPD. Falsch, das ist die CDU, sieht man doch. Typische Arbeiterthemen, das ganze Fabrik und so. Ja. Arbeiterpartei. Stimmt, CDU. Hast recht. Fern, ja. Null Punkte, weiter. Ja, nächster Film, okay, nächster Film, nächster Versuch. Nicht von den Populisten, nicht von den Tweets mächtiger Männer, nicht von den Rechten. Wir sind die Grüne. Zukunft. Kinder, Greta, Grüne. Wir sind stark. SPD, stopp, ich sage, wir sind stark. Das wir ist, sind stark. Wir sind stark. Stark. Das ist die SPD. Nee, dann ist es das ist die Linke. Falsch. Das war die SPD. Ah, verdammt nochmal. Also das war der SPD-Spot. Hätte aber auch CDU sein können, oder? Ja, das ja richtig. Pass auf, nächster Film. Jetzt Konzentration. Schwierig. Okay. Mhm. Mein Traum von Europa wäre ein wirklich demokratisches Europa, was sich nicht an wirtschaftlichen Interessen ausrichtet. Amazon, das ist die FDP. Die wollen Amazon-Feature, oder? Seine Seele nicht verlieren. Es muss lebenswert bleiben für alle, die hier leben, ob schon immer oder neu dazugekommen. Aha. Neu dazugekommen, nicht die AfD. Ich bin für ein soziales Europa, wo Menschen ihr Menschenrecht auf Wohnen wirklich ausüben. Recht auf Wohnen, ich hab's SPD, Recht auf Wohnen ist SPD, das muss SPD sein, Recht auf Wohnen. Deutsche Enteignung. Hier, Enteignung, Berlin, weißt du, alle deutsche Wohnen und so, alles enteignen. Das ist die SPD, da bin ich sicher. Da machst du falsch, Linke. Oh, Mann. Ja, okay, haben wir noch einen? Ich will bei einem richtig wissen. Ja, komm, noch ein Film, komm. Okay, los. Ja. Kommt. Wir versuchen mal ganz neu. Kommt, ich weiß es, kommt, das ist die Partei von Olga. Kommt, ja, ganz eindeutig. Das ist nein. Olgas Partei, die russische Oligarchenpartei. Nein. Noch ein Wodka, Olga? Ist falsch. Ich kann schon sagen, nein. Und vielleicht noch mal kurz reingucken. Kommen noch ein paar mehr Themen okay, auf. Vielleicht noch mal ein bisschen noch mal informieren. Kommt. Wir sagen, warum nicht? Stimmt schon da. Aber kommt. Wir schützen lieber das Klima. Statt Blumen. Grüne. Blumen. Kommt. Die Blumen kommen. Dafür, grüne. Ist korrekt. Geht. Okay, ist hab ich? Es allen besser geht, wobei mir da jetzt sehr, sehr die Insekten gefehlt haben. Muss ja, ich mir leider auch, sagen. Absolut. Das hat mir sehr die gefehlt. Bienen haben gefehlt. Bienen haben die gefehlt. Bienen und vor allem die Blumen gut. Dürfen doch gar nicht wählen. Aber wieso kommen die Blumen da so prominent vor? Pass auf, ich will dich nicht überfordern, deshalb jetzt nochmal ganz einfach und ich will von dir eine schnelle Entscheidung haben. Okay, los. Einfach. Ja. Und einen starken Euro. Stopp! FDP! Gut. Bandentürme, gelbe Schrift, FDP. Jetzt kommt gleich Nicola Beer um die Ecke mit so einem rosa Jackett. Das will ich mir ersparen. Weiter. Los, weiter. Okay, pass auf. Einen haben wir noch. Letzter Film. Ja. Los. Grüne! Nicht benutzen, Grüne! Nicht fahren, natürlich Diesel nicht fahren. Ja, Grüne, oder? Oder? Artikel 13, nicht gut, genau, auch Grüne. Haben die Grünen auch gehört? Schon gleich, scheiße! Gurken, das ist die Gurkentruppe, das sind die AfD, oder? Korrekt. Yes! Korrekt. Ich wusste es, super. Florian, sehr gut vorbereitet. Ich also kann dich gehen. Können wir bedenkenlos können wir dich am nächsten Montag zur Europawahl schicken. Also da habe ich ein gutes Gefühl bei dir. Ich gehe aber erst im August, weil... Ach so, aber ist doch... Ist doch erschreckend, wie nah dieser Spot der Grünen an der AfD war. Lange Zeit dachte man doch, dieser AfD-Spot an den... Was war das jetzt? War es jetzt Grün oder AfD? Ich fand das ehrlich gesagt alles auch ähnlich. So, ich bin auch gar nicht sicher, ob ich das richtig so immer gesagt habe, welcher Spot von welcher Partei. Ja. Also Blumen finden ja, glaube ich, fast alle ganz gut. Also mir fällt jetzt keine Partei an, die, sagen wir mal, konkret gegen Blumen ist. Das... Obwohl, bei der Europawahl könnte auch eine Anti-Blumen-Partei antreten. Auszuschließen ist nichts. Ja, vielleicht eine Betonpartei. Richtig, es gibt immerhin 41 Parteien, also 40 mehr als in der Türkei. Und das ist doch schon mal ein Fortschritt.